und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video wird es mal wieder einen Haul geben. Boah, wow, nein. Also in diesem Video wird es wieder einen Haul geben. Meinen letzten Haul habe ich, glaube ich, vor 3, 4, 5 Monaten gemacht. Auf jeden Fall irgendwann vor der Tour, da war ich schön für die Tour shoppen. Und da war ich nämlich auch in Polen shoppen. Und wie vielleicht ein paar von euch mitbekommen haben, war ich jetzt wieder am Wochenende bei meiner Familie in Polen und ich habe so viel eingekauft. Ich habe keine Ahnung wieso, aber in Polen findet man einfach geilere Sachen als in Deutschland. Ist einfach so. Aber das ist nicht alles. Ich habe nämlich vor Polen auch im Internet schön geshoppt, weil ich habe meinen Kleiderschrank so unfassbar ausgemistet und ich dachte mir so, no, ich habe einfach nichts mehr drin. Ich muss einfach wieder shoppen gehen und deshalb mache ich jetzt diesen Haul und zeige euch meine Ausbeute. Und in diesem Video wird es auch eine fette Verlosung geben. Also bleibt auf jeden Fall dran und ich sage mal ganz viel Spaß dabei und los geht's. So, fangen wir mal an mit dem ersten Teil. Und zwar habe ich mir das von Aces bestellt. Das ist von der Marke Reclaimed Vintage. Und das ist eine Bluse. Die ist richtig nice. Ist halt einfach Bluse, Blusestoff. Aber die ist irgendwie so ein bisschen stretchy. Das ist so voll anders. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Aber ich finde das Muster, was da drauf ist, richtig nice. Das ist halt so, ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Das sind so Herzen, so ein Amulett und so ein Herz und so voll deep und gothic. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich das auch mal mit einer schicken Hose an und das sieht auch echt gut aus. Dann habe ich als nächstes von Bershka. Da habe ich letztes Mal in meinem letzten Haul nämlich auch sehr viel von geholt. Diesen wunderschönen Pulli hier. Und zwar ist es ein richtig geiles Orange. Und ich bin eigentlich nicht der so Orange-Fan, aber momentan, weiß ich nicht, finde ich es irgendwie doch ganz nice. Und dann habe ich mir diesen One-Size-Pulli geholt, der passt übrigens auch Eugen. Also wir beide könnten den theoretisch tragen. Und da drauf steht, whatever, who cares, mein Lebensmotto. Deshalb muss ich ihn einfach mitnehmen und der ist ganz nice. Also ich feiere den. Dann habe ich von der Marke Pull and Bear, Bear. Da habe ich mir einen richtig nicen Pullover geholt. Und zwar ist es in so einem Kamel, Kackbraun, ich kann es nicht erklären. Auf jeden Fall ist diese Farbe generell, diese Kamelfarben und Sandfarben voll in, wegen Kanye West, Justin Bieber, Yeezy hier, Yeezy da. Kennt dieser wahrscheinlich. Und der ist auch ein bisschen crop, aber nicht allzu crop. Also man sieht ein bisschen vom Bauch, aber es ist nicht so, oh mein Gott, zieht einen Crop-Top an. Der ist richtig, richtig, richtig gemütlich. Und ich mag es, dass die Bändel halt etwas dicker sind und in einer anderen Farbe sind. Aber jetzt kommen wir auch zu den Sachen, die ich anhabe. Die sind nämlich auch neu und die wollte ich euch natürlich auch zeigen. Und zwar ist es einmal dieses Unisex-T-Shirt von Metallica, auch von Bershka. Und zwar seht ihr das ja wahrscheinlich auch überall bei Instagram. Kylie Jenner, der, die, Polly Baldwin, keine Ahnung. Auf einmal tragen alle diese Band-Shirts. Und die fand ich eigentlich immer schon ganz geil. Und ich hatte früher auch immer so Shirts mit Ramones drauf, auch von Metallica, Iron Maiden. Mittlerweile kommt dieser ganze Trend wieder und ich dachte mir so, ja Mann, ich brauche wieder ein neues Shirt und habe mir das geholt. Zeig ich mal, wie lang dieses Oberteil ist. Ich habe auch eine Hose an und es würde mir theoretisch bis hierhin gehen. Also könnte ich es auch theoretisch ohne Hose anziehen, aber es ist glaube ich ein bisschen kritisch, wenn man das ohne Hose anzieht. Und dann, ja, ihr könnt es euch schon vorstellen. Die Hose, die ich anhabe hier, die ist auch richtig cool. Die habe ich von Aces. Und ich finde, die passt eigentlich ganz gut dazu. Und dieses Halsband, was ich anhabe, das kennt ihr sehr wahrscheinlich auch. Das hat auch irgendwie so irgendwie jedes Mädchen an. Das ist so ein Velvet-Stoff. Das ist so ein richtig Das ist so ein richtig schöner, weicher Niki-Stoff. Nennt man das so? Also früher hat man das Niki genannt, diesen Stoff. Alles klar, voll runter. Ist kein Ding. Ich finde, das macht den Hals irgendwie so. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so eng hinbekommen wegen meinen Nägeln, aber eigentlich ist es so richtig so am Hals dran. Ich finde, das macht den Hals irgendwie etwas eleganter. Ich weiß auch nicht wieso. Ist ja eigentlich nicht elegant, was ich anhabe, aber irgendwie macht's alles schön. Dann machen wir direkt weiter mit weiterem Schmuck. Und zwar habe ich mir diese Kette hier geholt und das ist auch so eine Chocker. Nennt man die so? Man sich auch so um den Hals. Das sieht gerade aus wie eine Halskrause und sieht nicht so elegant und schön aus. Aber ich denke, wenn man das gut kombiniert, sieht das ganz cool aus und macht Geräusche. Weiter geht es mit einem Accessoire. Ich weiß, so langsam geht auch der Sommer vorbei. Aber ich dachte mir so, I don't give a fuck, ich kaufe mir trotzdem eine neue Sonnenbrille. Und ist die nicht geil? Jetzt mal im Ernst, Leute. Ich finde die so nice. Und die ist nicht so normal gespiegelt wie so eine normale Sonnenbrille, sondern die ist so richtig gerade gespiegelt. So eine richtige
Stylo-Brille, oder? Da sind die Temperaturen momentan in Deutschland ziemlich hoch, aber ich denke, als ich diese Asus-Bestellung gemacht habe, dachte ich mir so, boah, ich glaube, der Winter des Winters bricht jetzt aus und ich habe mir so einen kuscheligen, schönen Pullover bestellt. Der ist von der Marke Free People. Auf jeden Fall seht euch mal den Kragen an und oh mein Gott, Leute, am liebsten würde ich darin eingehen und daran sterben. Es ist so weich. Und der ist richtig nice, der ist halt ein bisschen länger, der geht ein bisschen unter den Po und den kann man ganz schick oder auch einfach ganz gemütlich tragen und ich fand den so schön. Das war's auf jeden Fall mit dem ersten Teil der Klamotten. Ich habe auf dieser Seite noch einen Riesenberg anderer Klamotten, die richtig, richtig nice sind. Aber kommen wir jetzt erstmal zu der kleinen Verlosung, wo ich schon am Anfang gesagt habe, dass ihr auf jeden Fall dranbleiben müsst. Und zwar könnt ihr gewinnen ein niegelnagelneues iPhone 6s in Silber. Und zwar kennt ihr sehr wahrscheinlich das Problem, euer Kleiderschrank ist voll, ihr habt aber keine Ahnung, wozu ihr diese Schuhe, dieses Topf, diese Hose, dieses Kleid, alles miteinander kombinieren könnt. Aber da habe ich jetzt eine kleine Hilfe für euch. Und zwar gibt es eine kostenlose App namens Stylefoods, wo ihr Outfits ganz easy zusammenstellen könnt und wirklich für die nächsten Monate, nächsten Jahre, nächsten Jahrzehnte schon Outfits erstellen könnt, was ihr morgen anzieht, übermorgen, danach auf der Party und da beim Geburtstag der Schwester des Freundes des Cousins. Und es ist super easy. Ihr habt ganz viele Auswahlmöglichkeiten von Klamotten, Schuhen, Taschen bis Parfum, bis Schminke. Alles einfach. Und damit könnt ihr eine Collage erstellen und damit habt ihr schon eure nächste Outfit-Inspiration für die nächsten Tage. Unter anderem gibt es noch einen Style-Check, wo Nutzer zwei Bilder von sich in unterschiedlichen Outfits hochladen können und die Stylefoods-Community stimmt dann ab, welches Outfit besser ist. Es gibt unter anderem auch ab und zu ein paar Contests, wo Stylefood ein Thema vorschlägt, zum Beispiel Summer Look oder Winter Outfit. Und derjenige, der das beste Outfit zu dem Thema hat, wird dann von Stylefoods ausgewählt und gewinnt dann den Contest. Und sowas in der Art machen wir nämlich auch. Und ihr könnt das iPhone gewinnen. Dieser Contest wird heißen Dougie Contest. Und ihr habt die Aufgabe, ein richtig cooles Outfit mit diesem T-Shirt hier zu machen. Das T-Shirt gibt es leider nicht bei Stylefoods direkt, aber benutzt einfach ein weißes T-Shirt und macht einfach mal ein Outfit um den Bestseller vom Dougie Shop Beach 21. Und ich bin richtig, richtig gespannt, was ihr für Outfits auswählen werdet. Also schickt mir eure Outfit-Inspirationen mit diesem T-Shirt. Aber nicht vergessen, nehmt einfach ein weißes T-Shirt und macht da rundherum ein richtig cooles Outfit. Und der Gewinner gewinnt dann, wie gesagt, das iPhone 6S. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Glück dabei. Die App könnt ihr euch kostenlos runterladen. Und zwar findet ihr die unten in meiner Infobox. Und wie gesagt, der Gewinner gewinnt ein iPhone 6S. Und ich bin mega gespannt auf eure Einsendung. Und ganz viel Glück dabei. Und falls ihr mich auf der Stylefoods App ein bisschen stalken wollt, ich heiße da Dougie Beach. Und habe da auch schon ein paar Outfit-Inspirationen hochgeladen und ein paar Favorites markiert und so weiter. Könnt ihr euch ja mal gerne angucken. Weiter geht es mit dem Haul. Und zwar als nächstes diese geile Jacke. Oh mein Gott, Leute, es ist einfach ein rosa-braun farbendes Camouflage mit diesen Bommeln und es ist einfach süß und ich liebe diese Jacke. Sie sieht einfach so schön aus. Aber eigentlich hätte ich gedacht, dass die Jacke ein bisschen dicker wäre. Die ist halt ein bisschen dünner, aber ich finde, sie sieht einfach... Na, okay, so sieht die jetzt nicht so geil aus, aber sie sieht einfach nice aus. Als nächstes habe ich einen Rucksack. Ja, ich habe mir einen Rucksack bestellt. Den fand ich beim ersten Blick schon richtig nice. Guckt euch einfach dieses Muster an. Es ist so verwirrend. Ich mache was anderes. Es ist nicht diese Standard schwarz, weiß, grau. Jetzt kommen wir zu einem T-Shirt, was wirklich sehr viele angefragt haben, woher ich dieses T-Shirt habe. Und zwar ist es dieses hier. Da steht The Fake Blondies Club Top Bag. Wirrwarr, was auf einem T-Shirt steht. Und dieses habe ich auch von Bershka. Und Bershka hat einfach richtig geile Sachen. Dann mal wieder ein T-Shirt von Bershka und zwar ist es dieses hier. Auch mal wieder so ein kamelfarbenes Braun, Sand, I don't know. Mit Patches drauf, aber die Patches sind so richtig schön im Pastell gehalten. Das nächste Teil ist von Pull and Bear. Bear. Haben wir wieder dieses Problem und zwar ist es dieses hier. Das ist auch mal was ganz anderes und zwar ist es ein T-Shirt, was so abgeteilt ist. Es ist auf einer Seite komplett schwarz und auf der anderen Seite weiß. So was habe ich hier in Deutschland noch gar nicht gesehen und ich fand es eigentlich ganz cool. Aber wir können auch direkt weitermachen mit Make-up und zwar habe ich mir auch zwei kleine Make-up-Sachen wiedergeholt. Und zwar habe ich einmal diesen Concealer geholt, den habe ich von NARS und den hatte ich schon mal, der war nur bei mir leer und zwar ist er in der Farbe Vanilla und der ist etwas warmtöniger. Und als nächstes habe ich eine neue Foundation und zwar ist die von Bar Minerals Complexion Rescue. Davon hat mir eine Visagistin empfohlen, die meinte, das ist eine sehr, sehr gute Foundation, gerade für mich, weil ich eine sehr reine Haut habe und nicht so viel brauche. Und die soll gut sein und Leute, die ist gut. Und zwar habe ich diese Jacke hier und Leute, die sieht einfach nur geil aus. Die ist von der Marke Boho. Boho? Boohoo? Boohoo? Boho?
Und das ist auch wieder dieser Niki-Samtstoff, genau dasselbe, was ich hier auf dieser Halskette habe. Und ich finde die Jacke, die Farbe einfach richtig geil. Dann so ein richtiges Holzfällerhemd, hat meine Cousine gesagt. Hat sie auch recht. Ist auch so ein richtiges Holzfällerhemd, aber kein Holzfällerhemd hat solche coolen Flammen. Ja, Mann. Also ich finde, das sieht schon ziemlich Stylo Milo aus mit dem T-Shirt und diesem Hemd hier. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Also man kann es auch um die Hüfte binden oder einfach so tragen oder zuknüpfen. Keine Ahnung, wird sich schon irgendwas finden. Auf jeden Fall finde ich es ganz cool mit den Flammen hier. So wieder so Patches-mäßig, so mit Pailletten. Ist schon voll mein Ding. Und jetzt kommen wir zu einer Jacke. Ich glaube, da werden sehr viele sagen, Dagi war nein. Und zwar ist es diese hier. Die habe ich mir vom Zara geholt. Ich habe sie gesehen und dachte mir so, die sieht eigentlich ganz geil aus. So. Also ich finde die gar nicht mal so schlecht. Ich komme mir so ein bisschen vor wie so ein richtig krasser Schauspieler, der so richtig auffallen will. Gerade auch mit der Brille so. Aber das will ich gar nicht. Ich fand die einfach ganz geil. Und ich denke, auf Bildern sieht die eigentlich ganz cool aus. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem letzten Teil aus diesem Haul. Und zwar ist das diese Jacke hier. Die ist auch in Camouflage. Und ich habe mich verliebt in diese Jacke. Ich weiß nicht, diese Form, dieser Schnitt, diese Schrift hinten auf dem Rücken, das sieht einfach richtig, richtig, richtig cool aus. Und ich habe mich verliebt. Ich habe mich einfach verliebt. Merkt ihr die Liebe? Spürt ihr es? Und hinten auf dem Rücken steht dann das hier drauf. Ja, ich denke, das war's für dem Video. Jetzt liegt auf jeden Fall alles auf dieser Seite. Und ich habe alles gezeigt. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Und wie gesagt, ihr könnt ein niegelnagelneues iPhone 6s in Silber gewinnen. Also seid auf jeden Fall dabei. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder. Und bis dann. Tschüssi.